Das nächste Lied, das heißt Momentenglück und das auch du hängst auch ganz schön vom Land, stehe ich gerade fest. Das nächste Lied heißt Momentenglück und das ist mir wirklich passiert. Ich glaube, das war vor, ich weiß nicht wie lange her, ich war so 17, 18 Jahre alt. Ich bin ursprünglich in Rosenheim und stehe an einer Kreuzung und ich glaube, jeder von euch kennt das. Du schaust mit dem Daumen davor, mir blitzt und denkst, ach, was ist denn jetzt passiert? Ja. Und so ist es mir gegangen, wenn ich in einer Rampe gestanden bin. Und das ist eigentlich das erste Lied, was für mich jetzt wieder mit der Musik losgegangen ist, weil ich mir traut habe, das bringe ich in die Öffentlichkeit, das habe ich dann auf YouTube gestellt. Und da haben mir die Gedanken so wieder gekommen, weil ich zufällig immer genau an dem Tag an der Kreuzung wieder gestanden bin, nach über 30 Jahren. Und da ist mir die Begegnung wieder eingefallen. Und darauf basiert das Lied. Ich meine, heute bin ich froh, dass ich die Frau nicht kennengelernt habe, weil das war Bochumer Kennzeichen, dann müsst ihr jetzt Hochdeutsch singen. Das wollen wir doch nicht, oder? Und ich frag mich, was ist, wo ich aus dir war?